Eichhornpulver, frische schwarze Trüffel. Freddy kann alles besorgen. Was darf's denn heute sein? Du hast dich kein bisschen verändert, oder? Wie? Sind wir uns schon einmal irgendwo begegnet? Nein. Na gut, kommen wir zum Geschäft. Ich brauche Soldatenrüstung. 4 Stück. Vier Stück. Kannst du mir da weiterhelfen? Ah, okay, gut. Also ist die Reihenfolge egal. Oh Mann, Soldatenrüstung? Mit sowas handle ich nicht, mein Herr. Aber falls doch, wofür braucht ihr sie denn? Lass das mal meine Sorge sein. Sagen wir einfach, dort, wo wir hinwollen, herrscht ein ziemlich stinkender Kleiderzwang. Strikter Kleiderzwang. Stinkender. Ergibt auch echt Sinn. Ist das wahr? Nun, selbst wenn ich im Rüstungsgeschäft wäre, ist es nicht einfach, solche Ausrüstung zu besorgen. Ihr werdet euch woanders umsehen müssen. Ich verstehe. Nun, ich hatte gehofft, das nicht zur Sprache bringen zu müssen, aber... Aber ich weiß von Gracia. Ich weiß, dass du sie liebst und dass du ihr Unterschlupf gewährst. Sprich nicht weiter. Wo hast du diesen Namen her? Du weißt doch, wie das ist. Wenn man lang genug in der Gosse lebt, kommt man mit einer Menge Schmutz in Berührung. Na gut, ich besorge euch eure Rüstung. Ich bringe sie dir sofort. Nur einen Moment. Wie hast du... Hast du ihn etwa gedroht? Vielleicht, aber ihr heiligt... Aber hier heiligt der Zweck die Mittel, oder? Wir brauchen diese Rüstungen. Das ist ja schrecklich. Das ist nicht gut. Wir können die Leute nicht so ausnutzen. Ja, schon gut. Ich habe etwas Schreckliches getan. Du hast recht, es tut mir leid. So, ich habe mich entschuldigt. Hör auf, mich so anzustarren. Ich werde es nicht wieder tun, okay? Versprochen? Nun ja, ich verspreche, dass ich es versuchen werde. Du kannst nicht einmal ein einfaches Versprechen geben. Was für eine Sorte Mann bist du eigentlich? Hier sind eure Rüstungen. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Zieht ihr sie gleich an? Ja, wenn es dir nichts ausmacht, dankeschön. Danke, Herr Freddy. Hör mal, ich weiß nicht, was ihr vorhat, aber seid sehr vorsichtig dabei, okay? Oh, und gute Arbeit, ganz nebenbei. Was? Euer Freund, Respekt, was er drauf hat. Nur ein echter Profi konnte mein Geheimnis rausfinden. Echt seltsam, bevor er es erwähnt hatte, dachte ich, dass er nur irgendein Clown wäre. Aber offenbar weiß er genau, was er tut, oder? Also, war es gar keine Drohung? Sven, hör mal. Komm schon, ziehen wir uns um. Boah, na endlich. Das ganze Gequappel. Ja. Wirklich. Sehr unauffällig. Das ist einfach überunauffällig. Also, es gibt nichts Unauffälligeres als einfach nur dieser Schweinekopf da unten. Es tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Ich wollte nur... Ist schon in Ordnung. Also, wie ist die Rüstung? Ich glaube, meine ist ein bisschen zu groß. Meine auch. Ich sehe bestimmt total übergewichtig aus in dem Ding. Oh, Frauen wieder. Aber nein, du siehst genauso aus wie immer. Das kann man jetzt dann natürlich auch falsch verstehen. Wie? Was soll das denn heißen? Komm schon, Leute. Hört auf mit den Streitereien. Hört mit den Streitereien auf und ab zum Schloss. Du hast recht, Oliver. Finden wir endlich den großen Weisen. Oh Mann, Esther und Sven liefern sich ja richtig zünftige Wortgefechte. Mit dem richtigen Programm könnten die es im Komikgeschäft weit bringen. Denn du hast ein Schweinfort Rüstung erhalten. Mit Tröpfchen ist so einfach so furchtbar unauffällig. Tragen wir die jetzt immer. Da, meins. Oh, hier, Bananenpudding. Ich weiß ganz genau, wer sowas braucht. Können wir bei denen noch anderes Zeug kaufen, oder... Ich meine, das ist ja immerhin der Schwarzmarkt. Schusswaffen, irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, was du mit der Rüstung vorhast. Okay. Dann ziehen wir mal los. Sieht aber auch ein bisschen schwerfällig aus. Finde ich gut. 45 Gulden, was soll ich denn damit? So, jetzt ist natürlich die Frage. Was wolltest du uns geben? Ja, du bist hungrig. Zurückhaltung haben wir, glaube ich, schon, ne? Ja.
Oh, beide haben Zurückhaltung hier und wir... Was, da war noch eine Truhe im Lager? Was? Wo war da eine Truhe? Du, Schwein, 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 bitte, Schwein, Schwein. Danke. War eine Truhe im Laden? Hast du eine Truhe gesehen? Das ist, glaube ich, die Truhe. Ja. Ja, die Truhe, die Truhe, die kann ich aber noch gar nicht aufmachen. Wenn du die hier meinst, die habe ich ja schon ausprobiert, die kriege ich leider nicht auf. Die Truhe scheint durch eine sehr mächtige Magie. Dazu ist mein Zauberstab noch zu schwach. Ansonsten, ja, schade. Die offenen kann ich leider nicht öffnen, weil die ja schon offen sind. Oder so, keine Ahnung. Ergibt für mich selbst keinen Sinn. Wir sind alle verwirrt heute. So, wenn ich jetzt rausgehe, trage ich die Rüstung immer noch? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist wie mit den Badeklamotten. So. Oh. Muss erst mal auf den warten, ey. Bis der da lang gerollt ist. Ja, wir versuchen... Sollen wir jetzt erstmal versuchen? Ja, wir versuchen erstmal ins Schloss zu kommen. Ich glaube, wir machen das erstmal. Bevor wir jetzt nochmal rausgehen und ein bisschen die Dinger arbeiten da, weißt du? Mh, lecker, lecker. Wie im Ruhegebiet. Oh, guck mal, ein Hund. Glaube ich. Ein Schweinehund. Weil es ein Hund eines Schweines ist, ist es ein Schweinehund. Das ergibt Sinn. So, der andere hatte auch Zurückhaltung. Können wir einen Sonnentropfen hier verwenden? Hm, diese Knospe öffnet sich immer noch nicht, aber sie ist fast soweit. Feuerball? Voll reingepustet. Entschuldigung, musste auch mal lachen. Mano. Was nutzen wir denn da? Giftigen Apfel? Nee, es ergibt alles kein... Mit toten Dingen reden? Oh, ich wollte kein... Lulu. Das war nicht sehr schlau. Ich bin, bitte mit Schweinerüstung. Oh, oh. Okay. Ja, das war jetzt. Ja, guck mal, jetzt werde ich gefragt, ob ich den Portalzauber nutzen möchte. Toll. Okay, man sollte nicht einfach alle Zauber wahllos drücken. Ja. Wie kriegen wir denn diese blöde Knospe geöffnet, verdammt? Und warum sind wir jetzt schon wieder hier ganz am Anfang? Bleh. Wo ist eigentlich Horatio hier? Wir haben ihn ja leider im Feenhorst, haben wir den ja leider verpasst. Dabei weiß ich es immer noch, Kopfsalat. Und hier ist es 5, das habe ich mir auch noch gemerkt. Und leider habe ich keine Ahnung, ich habe den auch noch nicht gesehen. Na, vielleicht taucht er auch nachher erst auf. Er kommt und geht ja auch, wann er will. Er ist nicht der Hund. Ein Panzerschwein. So, ich war gerade dabei, alle Zauber auszuprobieren, außer Portal. Okay, wo war ich? Bei Portalen, ja, muss ich nochmal. Ja, Herzen kann ich Schloss öffnen. Schweben. Ja, das hatte ich leider schon mal. Heißes Kälte hilft den, das Ding glaube ich auch nicht. Okay, wir haben noch keinen Zauber, der den irgendwie ausbreiten kann da. Was ist denn, wenn wir mit der alten Schnickel hier reden? Hey. Ich habe gehört, es gibt da eine Kreatur, die wie die Sonne aussieht. Jetzt bin ich, haben wir diese Kreatur? Haben wir mal so ein Sonnenvieh eingefangen? Das ist ja noch ganz von Anfang. Das kommt ja sogar noch aus dem... Aus der Wüste denn das Teil? Oh Gott, so. Ich muss hier mal ganz kurz vorbei huckeln. Das fällt auch nie auf. Lass mich nur mal ganz kurz... Ja, gut. Hey, was macht ihr da draußen?
Man hat uns rausgeschickt, um etwas abzuholen, Hauptmann. Haben wir jemanden rausgeschickt? Oh, verdammt, er hat es schon vermasselt. Oh, ihr seid gekommen, um die Wochenration des Prinzen abzuholen, oder? Davon kriegt er nie genug. Manche haben's gut, wa? Schon mal eine probiert? Ach du meine Güte, sag bloß nein, Sven. Jawohl, aber nur einmal. Schwarze Trüffel sind leider etwas teuer, Hauptmann. Da hast du wohl recht, man muss schon ein Prinz sein, um sich so eine Vorliebe leisten zu können. Nun denn, ihr beeilt euch besser mit der Lieferung. Rein mit euch. Super, wir sind drinne. Du kennst dich aber aus, Sven. Hast du hier schon mal gearbeitet oder so? Nein, nichts in der Art. Warum interessiert dich meine Vergangenheit so? Ich bin nicht im geringsten an deiner Vergangenheit interessiert. Ich betreibe bloß Konversation. Oh Mann, die hat's ihm echt gezeigt. Hör zu, wir haben's bis hierhin geschafft, aber wenn die Wachen uns finden, stecken wir in echten Schwierigkeiten. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, Mann. Mit deinem Charme kannst du ja anscheinend jeden bequatschen, uns durchzulassen. Ich glaube nicht, dass meine Redegewandtheit uns viel weiterbringen wird. Aber ab jetzt greifen die erst an und stellen dann Fragen. Echt, der müsste noch. Ich hab doch überall im Feenhaus geguckt. Ich war doch überall, oder? Ja, zur Not fahren wir gleich nochmal mit dem Bötchen zurück. Was? Also sollen wir einfach aufgeben, oder wie? Nein, wir dürfen nicht aufgeben. Wir haben es bis hierhin geschafft. Gehen wir weiter und achten darauf, nicht erwischt zu werden. Okay, Oliver, aber hör zu. Wenn du von einer Wache entdeckt wirst, fängst du an, so schnell wie möglich zu rennen. Nicht gerade ein brillanter Plan, aber gut genug für mich. Dieser Schweinekopf da unten einfach, der macht mich fertig. So, wir sind... Moment mal, Olli. Wir müssen unseren Verstand benutzen, um nachdenken, bevor wir losziehen. Sonst erschnüffeln uns dieses Schweinchen doch sofort. Zuerst musst du R1 drücken und die gute alte Karte aufrufen. Wenn du sie dir ansiehst, kannst du rausfinden, wo die Wachen langgehen, klar? Hier wimmelt es nur von Ferkeln. Deshalb musst du R verwenden, um zu gucken, ob die Luft rein ist, bevor du um irgendwelche Ecken spazierst. Oh, und ich wette, wenn du dir deine Karte genau ansiehst, wirst du ein paar nützliche Nischen bemerken, die hier überall verteilt sind. Wir werden uns da verstecken, werden uns die Wachen nie entdecken. Diese Schweinehelme, die sie tragen, haben den Vorteil, dass sie nur sehen können, was genau vor ihren Rüssel abgeht. Wenn wir also aufpassen und ihnen nicht zu nahe kommen, dann wird schon nichts passieren. Hast du alles verstanden? Sauber, dann legen wir mal los. Gottchen. Okay, jetzt muss ich auch noch mein Gehirn einsetzen. Okay, das wird schwer. Es wird nichts, das wage ich zu bezweifeln. Ich weiß nicht, wie die Reichweite des Kuckens ist. Hallo? Na du Sau? Ja. Hui. Voll in Le Nische. Tröpfchen, du stehst da. Tröpfchen. So, wir sind nur eine Schweinestatue und ein Schweinestatue-Kopf. Jo, was geht? So. So weit, so gut. So, und hier kommen wir doch bestimmt wieder raus und werden dann voll überfallen, oder? Die Tore sind fest verschlossen. Ja, musst du es ja ausprobieren, ne? Sau. Okay, der geht da rein. Tickle ich erstmal hier in die Nische. Ich habe das Gefühl, dass der im Kreis läuft. Kann das sein, dass wir denn hier in der Nische echt scheiße stehen? Der läuft eindeutig im Kreis. Kommt er wieder? Der läuft im Kreis. Wir laufen auch einfach mal im Kreis. Damit verwirren wir ihn, mich, alle. Okay.
So, wo will die nächste Sau hin? Ich hoffe nicht hier lang. Ich hoffe nicht hier lang. Ich hoffe nicht hier lang. Ich hoffe, der dreht gleich einfach. Dreh um. Dreh um. Die stehen uns einfach gegenüber. So, jetzt können wir hin. Können wir versuchen, in die eine Nische zu schnappulieren. Hallo. Ich denke mal, der wird schon so weit laufen. Wir YOLOn jetzt einfach mal. YOLO! Dann sind wir auch schon fast da. Alter, sind wir gut. Hallo. Was guckt denn der eigentlich so? Wir sollten ihn schubsen. Hey! Was? Hä, warum hat er uns... Ich war in der Nische. Das war wohl nix. Ja gut, das kam jetzt ein bisschen... Das war jetzt ein bisschen überraschend, dass er einfach so mal in die Nische gelugert hat. Der alte Nischenlugerer. Oh, der kommt uns entgegen. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Ich meine, die Nische war doch safe. Das war voll der Safe Point. Naja, es ist uns ja nichts passiert. Hui. So, ich gehe jetzt hier ganz. Ich drücke mich jetzt hier rein. Nichts mehr luschen. Ich wollte ja auch nur mal zeigen, was passiert, was, wenn wir erwischt worden sind. Das war halt auch wichtig, ne? Man muss ja alles zeigen. Kannst du mir ruhig glauben? Kannst du aber ruhig mal machen. Zu meinem Glück, dass ich heute so gnädig bin. So. So, jetzt können wir gerade nicht loslaufen, weil da vorne der Schweineheinz ist. Was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt hier so lang latschen? Hier? Wir haben ja noch Zeit. Wenn wir jetzt hier... Nein, bleibt er nicht. Nein, bleibt er nicht. Scheiße. Man muss nicht mal recht haben. Bleibt er halt vor der Tür stehen. Das hört leider keiner, wenn du das sagst. Wenn du rumklugscheißer hast. Okay, ich sollte vielleicht nicht so vorrennen wie so ein... Wie so ein Saupeter. Hey. Es geht. Was? So, jetzt aber. Jetzt quetsche ich mich hier in die Nische und ziehe den Bauch ein und alles. So, do not move. Ja, die Nachricht kam ein bisschen spät, aber naja. Was Schulz, was Schulz. Willst du mich verarschen? Schon wieder. Ey, hallo, guck mal, wo ich stehe. Was? Ich war voll in der Nische drinne. What's wrong with you guys, Alter? What's wrong with you? Ich will an der Ecke von der Nische gehen. Das gibt's ja gar nicht, dass So, Laufstricher da vorne, Alter. Mein Hackfleisch aus dir. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht einfach bekämpfen kann. Wir können sie doch abschlachten oder nicht? Das sind Schweine. Aber so stand ich gerade eben auch. Ist denn das? Guck mal, der entdeckt uns ja auch nicht. Verstehe ich nicht, warum der andere Stricher uns sieht. Ich glaube auch, dass Tröpfchen schuld ist. Hey. Lauf, du Sau. Ja, ich wollte nur dramatisch wirken. Der hat aber auch eine... Der hat eine Sichtweite... Der... Ich geh gleich die Monster jagen. Ich geh gleich die Monster jagen. Ich hab keine Lust mehr. Den Schnocks hier, ey. Der Schmock.
Okay, der letzte hat eine ganz schöne Reichweite von seinem Blick her. Wie sehen wir eigentlich was? Die anderen haben die Löcher offen da vorne. Wir haben sie zu. Ja. Kein Wunder, dass wir erwischt werden. Atmen. Hallo Valkyra. Nicht atmen, keine unvorhergesehenen Bewegungen machen. Also mal Tröpfchen treten oder so. Warte jetzt einfach hier hinten, bis unser Superauge da weg ist. Jetzt hat er sich ja eigentlich umgedreht. Jetzt können wir hier unten lang rennen, wie ein Verrückter. Die Sau, die wir nun mal sind. Der andere ist. Ja, der kommt gleich wieder. Stehen einfach hier. Wir sind ein Stück der Wand. Keine Ahnung. Wir sind Deko-Element. Na, ich habe gesagt, ich bin ein Deko-Element. Nicht du. Nicht du. Der andere hätte uns jetzt bestimmt gesehen, weil der scheint ein bisschen härter getrimmt zu sein. Das Tier. Nee, das ist ja gar nicht der, das ist ja doch der. So, versuchen wir es noch einmal, wenn es jetzt immer noch nicht klappt, denn... Ich stand hier. Ja, ja. Dreht er sich um? Oh, na endlich. Oh. Die Rüstung hat zu bedeuten, dass wir jetzt hier gerade das königliche Schloss der Schweine infiltrieren. Und nur mit so unauffälliger Rüstung reinkommen. Oh, verdammt, Sackgasse. Hey, sieh mal da. Verdammt nochmal. Schrei nicht so rum. Ein Loch. Aber schau doch, da ist ein Gulli. Was soll das heißen? Da ist ein Gulli. Ein Loch im Boden hilft uns jetzt genauso wenig weiter wie ein verdammtes... Warte, wenn wir hier durchgehen, dann kommen wir irgendwo dort raus. Ist ein Versuch wert, oder? Aber ganz sicher,